Wir haben ja alle erwartet, dass die Welt untergeht. Aber wir sind ja alle so froh, dass wir noch da sind. Und ich habe eben dann gemerkt, dass das Universum für uns parat hat. Jetzt, wo die Welt nicht untergegangen ist, habe ich gemerkt, das Universum sagt zu mir, du gehst jetzt nach Wenswil und du stellst die Energie wieder so richtig in die richtigen Bahnen lenken. Und darum würde ich dann eben schauen, dass man da wieder harmonisch miteinander kann umgehen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, als ich da reingekommen bin, es ist ein sehr schönes Gebäude, aber man könnte da natürlich Feng Shui-mässig schon noch etwas verbessern. Und der Kirchenturm, der ist also schon ein bisschen aggressiv spitz. Vielleicht könnte man den bei der nächsten Sanierung ein bisschen harmonischer abrunden. Und dann vielleicht das Logo auch ein bisschen harmonischer abrunden. Ja.